Oh Mann, was für ein Endkampf im letzten Teil, aber scheinbar doch nicht das Ende. Das ist hier wohl das Herz der Finsternis. Boah. Und die Sachen erschlagen mich einfach. Ich kann hier nicht schießen oder so. Und ich kann auch nirgendwo hinrennen. Nee. Es ist nur hier dieser Raum. Kann ich denn springen? Schau mal. Ja, springen kann ich. Muss ich dem jetzt einfach ausweichen und hoffen, dass mich die Hände hier nicht erwischen? Boah. Okay, das ist ein bisschen mysteriös. Ich versuch's mal ein bisschen mit Weglaufen. Wie um alles in der Welt soll man denn das jetzt schon wieder schaffen? Weil der letzte Endkampf ja noch nicht schlimm genug war. Nein, wir müssen ja hier noch einen hinterherlegen. Was sind das denn jetzt für Viecher? Hau die jetzt immer, bevor die mit ihrer Hand dann auf mich niederschlagen können. Aber ob das richtig ist, keine Ahnung. Andy, what's going on up here? Now you were supposed to be looking after him instead of playing up here by yourself. It's late. Come on, boys. Time for dinner. Okay, Whiskey. Let's see. Okay, boys. It's bedtime. Mama. Brush your teeth. Wash your ears. Was hat er denn da auf seinem T-Shirt drauf? Das sieht ja aus wie eine dicke Variante von diesem lilanen Viech. Afraid of the dark? Okay, boy. Night, Whiskey. What's this? Junko! Hey, hold on! Der lebt ja noch. Was für ein fantastischer Soundtrack.
Ja, das war Heart of Darkness. Ich finde, das ist eines der schönsten Spiele aller Zeiten. Es ist zwar unglaublich schwer auch, es hat sicherlich seine Fehlerchen, aber es ist, ich finde das einfach nur richtig, richtig toll und schön. Also, was für eine wundervolle Geschichte auch. Auch mit dem Ende, wo man jetzt eben nicht genau weiß, hat er sich das jetzt alles nur eingebildet? Ist das quasi die Geschichte, wie er die Angst verliert vor der Dunkelheit? Ist vielleicht doch ein Teil davon passiert, denn die Amigos haben ja hier seine ganze Ausrüstung und alles. Oder ist das nur so ein kleiner witziger Seitenhieb, dass man die Amigos nochmal zeigt? Das Spiel gibt keine genaue Antwort, was denn nun wahr ist und was nicht. Aber das, finde ich, passt auch so ein bisschen dazu, dass es ja hier so eine Art Kindergeschichte so ein bisschen ist, auch wenn es ein bisschen düster und ernster dann teilweise auch mal ist. Was ja aber auch zu guten Kindergeschichten irgendwie ein bisschen dazugehört. Also ich mag immer nicht Kindergeschichten, die zum Beispiel sehr, die nur fröhlich und nett und so sind. Eigentlich sind ja auch die, an die man sich aus der Kindheit erinnert, die, in denen vielleicht auch was Tragisches passiert, die auch mal ein bisschen düsterer wurden, ein bisschen, einem vielleicht auch ein bisschen Angst gemacht haben. Und das hier vereint das als Spiel, finde ich, wunderbar. So ein bisschen wie vielleicht auch ein bisschen so ein Toy Story-Film auch. Teilweise natürlich mit den Animationen und so. Die Figuren einfach cool. Klar, manche Spielabschnitte sind, oh, holla die Waldfee, also das Ende, das ist jetzt echt haarig. Aber ja, Gott, drauf geschissen. Das, was man bis dahin erlebt hat, ist einfach super. Also ich bin froh, dass es das Ding gibt, dass es das soweit geschafft hat, trotz der langen, langen Entwicklungszeit von so um die 7 Jahre. Und trotz der Tatsache, dass es komplett untergegangen ist, als es erschienen ist. Oder was heißt komplett, aber es ist schon ziemlich untergegangen. Es ist auch, glaube ich, größtenteils vergessen. Ich habe zwar in den Kommentaren gelesen, dass sich viele noch so ein bisschen daran erinnern konnten, aber das ist, wenn man das jetzt vergleicht mit irgendwie den Namen, die heute noch für Spiele aus der Zeit genannt wurden, dann sagt wohl niemand Heart of Darkness. Ich würde mich freuen, wenn wieder mal so Spiele in die Richtung ein bisschen mehr kommen. Es gibt zwar jetzt auch wieder vermehrt 2D-Spiele durch den Indie-Boom, aber diese Mischung aus Erzählung und Setting und Spielbarkeit, das ist schon ein bisschen was Besonderes. So ein bisschen Alone in the Dark, nicht Alone in the Dark, Another World mäßig, aber ist ja kein Wunder, ist ja, ich denke ja, die gleichen Leute dahinter. Sowas in der Richtung fände ich schon cool. Die meisten von den Spielen, die jetzt so rauskommen, sind eher so, die 2D-Spiele sind viele sehr, entweder sehr puzzellastig oder sehr Metroidvania mäßig, also nur wieder vor und zurück und tralala. Der neuen Fähigkeit, dann hier den Weg öffnen und so. Hier stand oft tatsächlich die Erzählung im Vordergrund. Und wenn es nur die Erzählung durch die Welt war, durch die Grafiken, so viel wurde ja, wie gesagt, nicht erzählt, aber ach Gott, herrlich. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dem Spiel. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und für alle, die das vielleicht noch nicht kannten, war es vielleicht eine schöne, ja, schöne neue Erfahrung, das mal so gesehen zu haben. Mit den schweren Passagen oder den Passagen, in denen es lange hing, das geht leider nicht anders. Ihr habt es ja gesehen. Das muss man schon fast ein bisschen auswendig können, damit man da durchkommt. Aber es hatte jetzt, glaube ich, trotzdem zum Ende hin einen ganz guten Flow. Und jetzt schauen wir hier noch kurz, wem er allen dankt. Und dann bin ich mal gespannt, ob vielleicht noch filmmäßig eine kleine Szene nach dem Abspann kommt. Ihr hört es übrigens, ich bin ein bisschen erkältet. Meine Nase ist dicht. Ich klinge ein bisschen komisch. Also Entschuldigung dafür, aber es ging jetzt auch nicht anders. Ich wollte jetzt nicht so eine ewig lange Pause reinmachen in das Let's Play. Ja, das war ein Ausflug ins Jahr 1998. Ach, schau mal einer an. Diese letzte Endsequenz, genau. Das ist auch noch eine Sache. Diese letzte Endsequenz, die kann man nämlich in 3D schauen mit diesen Rot, mit so einer rot-blau Maske und Brille so rum. Die lag damals dem Spiel auch bei. Und wenn ihr so eine noch irgendwo habt, noch irgendwo rumzuliegen habt, dann könnt ihr euch die Endsequenz jetzt hier in 3D anschauen. Ich habe so eine Brille ehrlich gesagt nicht mehr. Ich weiß auch nicht, aber theoretisch müsste das ja jetzt eigentlich auch als Videoaufzeichnung funktionieren. Also wenn ihr so eine Brille noch habt, dann
müsste das eigentlich gehen. Ach, schau mal, das ist der Lehrer nochmal. Ach, jetzt kommen sie alle nochmal. Ey, wo kriege ich denn jetzt so eine Brille her? Scheiße, ich hab auch wirklich sowas nicht mehr. Ich habe halt nur noch die neuen. Ja, das war's. Schön, ganz zum Ende kann man hier nochmal kurz gucken. Das ist das Menü von dem Spiel. Und das ist das Baumhaus, wo man dann quasi so durchgehen kann. Finde ich auch sehr nett gemacht. Und ich beende dieses Spiel jetzt und dieses Let's Play und bedanke mich, dass ihr zugeschaut habt. Und wie gesagt, ich hoffe, ihr hattet Spaß damit. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.